Hallo liebe Leute, ich wollte heute noch schnell mein Video machen zu meinen Haarentfernungstipps, weil ich ja nun schon ein paar Methoden durchprobiert habe. Und ich hatte jetzt auch bei einigen immer mal so ein Video gesehen, fand das ganz toll, weil es mir einfach geholfen hat, ich dadurch ein paar hilfreiche Tipps eben bekommen habe. Da habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch selber mal so ein Video. Manche Leute freuen sich vielleicht darüber und denken sich, das hilft mir jetzt und gut, dass sie das Video gemacht hat. Dann weiß ich jetzt, was ich mir kaufen soll und was eben hilft. Ne? Quatsch mal nicht so viel rum, ich erzähle einfach mal. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass dieses Rasieren nicht wirklich viel bringt. Ich hatte wirklich alle Venus-Rasierer, die es gab, als letztes diesen Embrace, diesen Spa Breeze, diesen Breeze, alle durch die Bank weg. Und ich sag mal, klar, hat er seine Vorteile. Es geht schnell, was heißt schnell? Ich habe auch meine Zeit dafür gebraucht. Natürlich sind die Beine danach glatt, aber am nächsten Tag schon nicht mehr. Und ich hatte Reizung. Also ich hatte wirklich Reizung danach an meinen Beinen. Und es sah überhaupt nicht schön aus. Also wirklich, ich hatte auch viele Aftershave-Lotions und so weiter. Es hat trotzdem nichts genutzt. Und das Schlimme war ja auch eben, dass, weil es eben schnell nachwächst, dass man sich dann öfter rasiert und dass es natürlich die Haut immer wieder reizt. Und dann natürlich Pickelchen entstehen. Ich fand es auch sehr kostenintensiv. Die Klingen sind sehr teuer von Venus. Natürlich kann man auch andere nehmen, aber ich denke, man nimmt natürlich diese, die Qualität haben natürlich. Und das sind diese Venus-Rasierer auf jeden Fall. Die sind aber sehr teuer. Und wenn man immer jeden Tag rasiert, kauft man eben auch oft Klingen nach. Und das geht dann ins Geld. Also rasieren würde ich nicht mehr empfehlen. Ich rasiere mich nur noch unter den Achseln, weil das eben schnell geht. Und Achseln ist eben so eine Sache von 1, 2, 3 und dann ist gut. Aber Beine eben nicht. Und deshalb, auch weil das nur oberflächlich abschneidet. Ja, diese Haare sind einfach so dick dann. Ja, und es ist auch nicht gut für die Haut. Also wirklich, ich würde es keinem mehr empfehlen, nachdem ich dieses Produkt gesehen habe. Also wirklich. Lasst es lieber. Wirklich. Dann hatte ich ja auch diese ganzen Enthaarungscremes. Ach, von Veet und von Pilkana. Was gibt's denn alles? Also meine Haut sah danach aus wie Feuer. Es hat gebrannt und kein Haar war ab. Mag bei manchen funktionieren, bei mir nicht. Auch viel zu teuer und sinnlos. Meiner Meinung nach nicht gut. Das ist reine Chemie, ist nicht gut für die Haut. Mm-mm. Ja, und dann war ich vor geraumer Zeit beim Wachsen, beim professionellen Waxing im Starwax. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ein Waxing-Studio. Das gibt es in Dresden auf jeden Fall. Weiß nicht, wo es das noch gibt. Und es war wirklich eine gute Erfahrung. Das Einzige, was eben war, dass man die Haare wachsen lassen muss mit CH. Bis auf eine geraume Länge. Es muss mindestens, wie lang musste das sein? Einen halben Zentimeter. Oder sogar ein bisschen mehr. Dann ist das Ergebnis besser. Ich habe die 2,5 Wochen wachsen lassen mit CH. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, aber danach war dann endlich Ruhe. Und es war gut, dass ich es gemacht habe. Also wirklich, wenn man das wirklich eine Weile wachsen lässt, hat man dann ein gutes Ergebnis. Das Einzige, was mich gestört hat beim Waxing, war noch nicht mal der Schmerz, weil das hält man auf jeden Fall aus. Es ist wie, ja, Augenbrauen zupfen bloß schneller. Also es ist wirklich nicht schlimm. An einigen Stellen tut es weh, am Knie zum Beispiel. Aber das hält man aus. Man sagt sich einfach, ey, danach hast du Ruhe. Also zieh das jetzt durch. Und das habe ich mir die ganze Zeit gesagt. Auch die Depiladora, die sind dort gut ausgebildet. Die haben Ahnung. War ganz toll. Das Einzige, was mich gestört hat, dass es eben nicht ganz glatt war. Aber das ist logisch, weil die Haare nicht gleich wachsen. Das heißt, manche Haare haben eben noch sind eben noch ganz klein und manche sind eben schon diesen halben Zentimeter lang gewesen. Man konnte eben deshalb nicht alles entfernen. Sie hat zwar ein paar Sachen mit der Pinzette versucht rauszumachen, aber es ging eben nicht alles ab. Und ich bin eben auch so ein Typ, ich bin eben auch ein dunkler Typ mit ein paar mehr Haaren als vielleicht jemand anders. Und dadurch war das Ergebnis nicht hundertprozentig, aber ich war zufrieden, weil ich hatte wirklich erstmal Ruhe. Es ging nach 2 Wochen dann wieder los mit den kleinen Stoppeln. Stoppeln waren es noch nicht mal, es waren wirklich kleine Härchen, die waren dünner und feiner. Und heller. Also wirklich super. Danach habe ich aber das Video von Beauty Peachy gesehen bezüglich der Epilierer.
Epilierer.com heißt die Seite, die so die ganzen Epilierer testet und wo man auch lesen kann, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Die verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Aber bei Beauty Peachy war die ja auch schon verlinkt. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden, habe auf der Seite gestöbert und diesen Epilierer gefunden. Diesen Epilierer habe ich gefunden von Panasonic. Und zwar den ESWD92. Das ist eine Limited Edition. Und die ist super. Und zwar hat die mich schon angesprochen, weil die pink war. Und weil da verschiedene Sachen drin sind. Also das ist wie gesagt ein Nass-Trocken-Epilierer, was schon super ist. Aber man kann sich nass sowie trocken epilieren. Beides ist super. Ich habe für mich die Trocken-Variante als die bessere empfunden. Mit verschiedenen Aufsätzen. Es gibt also einen ganz normalen Epilierer-Aufsatz, verschiedene Schutzhüllen dafür. Den Trimmeraufsatz, den Rasieraufsatz und auch einen Aufsatz für die Pediküre. Das finde ich super. Weiterhin sind in dem Set drin ein pinkes Handtuch, ein riesengroßes von Panasonic, so ein Strandlaken, ein Peeling-Schwamm und eine Fahrduschcreme, was ich super finde, weil man kann das gleich fürs Epilieren nehmen, wenn man das zum Beispiel nass macht. Trägt man einfach auf den Epilierer oben auf die Epilierscheiben diese Duschcreme auf und dann gibt es so einen Schaum und dann wirklich ganz sanft, also super. Das erste Mal, wo ich es probiert habe, tat es weh. Es hat sehr geziebt. Ich habe gedacht, bitte dieses Produkt weg. Aber ein paar Mal machen und man hat wirklich, man gewöhnt sich an den Schmerz. Es ist wie das Wachsen, bloß dass es eben einzelne Haare betrifft, die rausgezogen werden. Und man kommt auch wirklich auf die Dauer damit klar. Und das Beste ist einfach, dass das Ergebnis super ist. Die Haare werden ab schon 0,5 mm entfernt und es hilft mir wirklich weiter. Ich habe Ruhe, 2 Wochen mindestens. Also es ist nicht so wie in der Werbung, dass man gleich 4 bis 5 Wochen, 6 Wochen keine Haare hat. Die kommen dann schon nach. Aber man hat erstmal 2 Wochen Ruhe. Und das ist das Gute. Ich mag diesen Epilierer. Und noch was. Ich hatte keine Reizung. Ich nehme danach immer so ein Aloe Vera Gel. Das hatte ich beim Waxing auch gehabt. Einfach drauf machen. Man kann das im Internet bestellen. So ein After Epilation Gel. Das kann ich euch auch nochmal vielleicht in der Infobox verlinken, wo ihr das findet. Und es ist super. Also wirklich, ich hatte gestern wieder mal epiliert nach ein paar Wochen. Das ist immer noch glatt. Der Epilierer sieht so aus, den zeige ich euch mal. Schon dieses Pinke gefällt mir ja super. Auch dieses Weiße, es ist einfach ein schöner Epilierer. Und das ist eben jetzt dieser Epilieraufsatz. Ne? Also man kann das wie gesagt wechseln. Diese verschiedenen Aufsätze. Also es gibt auch diese Hüllen, diese Schutzhüllen. Einmal für die Anfänger. Da hat man eben nur hier so drei Sachen, freie Stellen, wo dann eben wie nennt man das überhaupt? Diese Scheren rausgucken. Diese, ihr wisst schon, wie es hätten. Dann gibt es diesen Sensitivaufsatz, da ist das einfach ein bisschen noch für empfindliche Haut geeignet. Diesen Rasieraufsatz, weil man eben auch mal rasieren will, gibt es sicherlich ja auch, ne? Dann diesen Trimmeraufsatz, auch für die Bikini-Zone geeignet. Und dann gibt es noch diesen Pediküre-Aufsatz für die Fußpflege. Also wirklich ganz, ganz toll. Man hat noch so ein Pinselchen dabei zum Reinigen, ne, wenn man sich epiliert hat. Trocken vor allem. Beim Nass muss man es ja nur wirklich ausspülen. Das geht auch ganz einfach. Da drückt man dann hier drauf, nimmt das dann ab oder nimmt eben hier diesen Aufsatz ab und wäscht es einfach unter klarem Wasser aus oder pinselt es eben ab, ne? Das ist die Lautstärke. Finde ich okay. Ich habe schon lautere gehört. Von Braun den zum Beispiel. Also der war wesentlich lauter. Und wie gesagt, das Gute ist einfach, dass man den nass und trocken anwenden kann. Ich nehme ihn trocken, weil ich finde, das Ergebnis dann besser ist. Als erste Mal sollte man, würde ich empfehlen, schon nass machen, weil das tut schon am Anfang sehr weh, wenn das rausgezupft wird. Es ist schon nicht ohne, aber wirklich, ihr gewöhnt euch dran. Bin auch sehr schmerzempfindlich bei solchen Sachen und ich habe gedacht, oh mein Gott, aber wirklich. Top. Top, top, wirklich. Also, ich schicke ihn nicht zurück. Man hat ja so eine Zufrieden- oder Geld-Zurück-Garantie. Man kann das innerhalb von 30 Tagen wieder zurückschicken, wenn man nicht zufrieden ist. Deswegen habe ich auch gedacht, probiere ich ihn einfach mal aus. Der wird nicht zurückgeschickt. Bin zufrieden, wirklich. Also, hammermäßig. Und man kann ihn, wie gesagt, auch eben für den Intimbereich nehmen oder auch für die Achseln. Ich habe es mich noch nicht getraut. Auch am Knie ist es ein bisschen. Aber jetzt komme ich mit dem Knie auch schon klar. Man muss eben ausprobieren. Und ich denke, besser kann man es gar nicht haben. Also wirklich, Leute, ich muss es sagen. Epilieren ist
meiner Meinung nach die beste Variante zur Haarentfernung. Ist es effektiv? Meiner Meinung nach ist es auch mit solchen neuen Epilierern, auch in der Wet and Dry Variante, hautschonend und es geht schnell. Und man hat, wie gesagt, nicht diesen Stress, ständig rasieren. Ach, morgen ist es ja warm, da muss ich ja noch rasieren, da muss ich mich jetzt noch mal kurz die Haare aufweichen, damit es ja keine Pickelchen gibt. Und da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Nee, damit hat man Ruhe, mindestens 2 Wochen. Und deshalb bin ich definitiv für diese Variante. Ja, und es gibt auch, wie gesagt, verschiedene LAs, aber die hat mir am besten gefallen. Und sie wurde auch von der Seite Epilierer kommen, wurde dieser ESWD 92 als mit der Beste eingeschätzt. Ich habe auch verschiedene Kundenbewertungen gelesen. Da wurde Braun manchmal nicht so gut eingeschätzt. Also wirklich, der wurde wirklich durchweg durch die Bank positiv eingeschätzt und deswegen habe ich gesagt, den probiere ich aus und ich bin sehr, sehr zufrieden. Also wirklich. Vergesst diese ganzen Rasierer, vergesst diese ganzen Enthaarungscremes, Kaltwachsstreifen, entweder Waxing im professionellen Studium bei auch einer professionellen, gut ausgebildeten Depiladora. Ganz freundlich sind die auch. Also wirklich ganz toll. Die hatten so einen Heißwachs gehabt. So ein Brazilian-Wachs war das gewesen. Auf Zuckerbasis. Keine Hautreizung gehabt. Aber wie gesagt, das Ergebnis. Man braucht schon ein Jahr, damit man wirklich Ruhe hat. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal ins Waxing-Studio gehe. Vielleicht verschlägt es mich nochmal dahin. Aber ich bleibe erstmal bei einer Epilier-Variante, weil ich wirklich froh bin, dass ich diese Variante gefunden habe. Und ich hoffe wirklich, dass viele, viele noch ausprobieren und sagen: Epilieren, that's it. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt mir ja auch mal eure Erfahrungen schreiben oder sagen, was ihr besser findet. Oder vielleicht habt ihr ja einen anderen Epilierer, der noch besser ist. Oder sagt, Mensch, diese Haarentfernungscremes, die sind doch super, Julia. Oder probiert doch mal das aus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.